Okay, Freunde, ey, wir sind offiziell in der Just-Chatting-Section dieses Streams angekommen. Und wir werden uns verschiedene geile Videos reingucken. Als erstes den Seven vs. Wild Trailer. Hugo ist dabei. Wird Hugo sterben? Ich glaube, ja. Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugabsturzes erschaffen. Flugzeugabsturz? Bro, die Gegend, wo die sind, Chat, sieht ja so gefickt aus. Bro, wir waren da richtig schön in Natur und wo sind die, Bro? Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Es ist kalt, es ist sehr kalt. Und wir haben sehr, sehr wenig. Der härteste Seven vs. Wild. Junge, alle Joey, ich bin der Survival Skill. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung wird gerade leicht künstlich. Am Leben erhalten. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Was? Bro, was? Die Gruppendynamik. Wie redet Hugo? Bro, hat der Schlaganfall erlitten im Dschungel? Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ey, ich glaube, Hugo war kurz vorm Heulen, Bro. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Am Leben erhalten. Wer ist er überhaupt hier? Die Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Bro, er sagt Real Talk, Dynamik. Vielleicht hat er einen Schock bekommen, Bro. Vielleicht hat jemand irgendwie auf die Fresse kassiert oder so und er hat einen Schock. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Chat, kennt ihr, jeder kennt das. Wenn man so einen richtigen Kloß im Hals hat und man ist so, weil irgendwie hat einen was erschreckt oder irgendwie hat einen was so geschockt oder irgendwie so. Und man will aber nicht losheulen und versucht dann noch so zu normal zu reden. Ich finde, genauso wirkt das hier gerade. Ich spreche es lieber offen an, als dass es sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting. Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Bro, wer ist er? Wer ist er nochmal? Das ist auch so ein richtiger, der Wald ist für dich ein Supermarkt-Atze, ne? Er denkt, er hat alles durchkalkuliert, Bruder. Hugo! Du, irgendwas stimmt da nicht. Digga. Ich muss mir sorgen gerade, Junge. Ich bin komplett Ich hasse Natur und Wildnis eigentlich. Bro, manchmal vergesse ich einfach, dass Sandy drin war. Wie geil. Was mache ich hier? Das ist Survival, sag ich mal. Ich kann nicht auch nicht mehr. Jesus. Aber vielleicht müssen wir uns noch mal kurz dieses Video mit den Teilnehmern anschauen. Ich habe bei Hälfte keinen Plan, wer das ist. Ich guck da mal im Fernglas, man sieht das Feuer wieder, oder? Alter, greift Fritz die jetzt an? Das wäre eine geile Staffel, Chat. Das wäre eine geile Staffel, wenn Fritz einfach so nachts reinschleicht und einfach einem so eine Backpfeife gibt und dann rennt der schnell wieder weg. Das wäre richtig stark. Stell dir vor, die Paranoia, wenn du dort bist, du weißt nicht, dass das Fritz ist. Du denkst vielleicht, Bruder, irgendein verrückter Mörder ist hier in den Wäldern. Der macht so Rufe immer und so, wirft irgendwie Steine oder so. Wie krank wäre das, Bro? Der knallt dir so ein Steak in die Fresse einfach. Sieht das großartig aus. Wir haben wirklich das schlimmste Seven vs. Wild von allen Staffeln. Nass, gefroren, minus 12 Grad. Ich will das schaffen, aber jede Nacht frage ich mich, wie diese Kälte... Ach Digga, das ist ja Julia, oder? ...darf uns nicht brechen. Scheiße, Hugo sah echt da am Sack aus, hab ich gesehen? Diese Kälte... Digga, Hugo hier... Holy shit, Bro. Digga, diese Staffel ist... Julia ungeschminkt sah aus wie Henke. Bro, das ist respektlos. Das ist respektlos. Darf uns nicht. Bro, der ist echt am Sack, der Junge, gell? Brechen. Einfach so endet sich. Oh! Seven vs. Wild, ich bin... Oh shit, das geht bei ihrer Lippe ab. Da, ich war nie weg, Junge. 1, 2, 3. Fuck! Oh, shit. Yo, what? Bro, da hat einfach... What? Hugo hat Waldbrand ausgelöst. Digga, das wird geil.